Wenn wir uns am heutigen Tag, liebe Schwestern und Brüder, vom Apostel Thomas führen lassen, wenn wir seinen Spuren folgen, dann sind das nicht nur die Spuren von Zweifel oder Ungewissheit, von einer Weigerung zu glauben. Nein, es ist weitaus mehr und weitaus tiefer. Denn wir können zu Recht fragen, wohin führt denn diese Spur des Apostels Thomas? Sie führt zu einem Bekenntnis, das wir auch vorher im Munde der Jünger so nicht hören. Was sagen die anderen, als er dann wieder kommt? Wir haben den Herrn gesehen. Das ist die alte Gefahr der Apostel damals und unsere heute. Ja, wir sprechen von Jesus. Wir sprechen von Jesus von Nazareth, den wir auch als den Herrn und Meister ansehen. Und Jesus greift das auf in den letzten Stunden seines irdischen Lebens, wenn er sagt, ihr nennt mich Herr und Meister, ja, und ich bin es. Aber jetzt, nach der Auferstehung, kommt mehr hinzu. Und dahin führt uns die Spur des Thomas. Und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht immer nur über dessen Zweifel reden, sondern sein Bekenntnis annehmen. Das, was das ganze Johannesevangelium uns von Anfang bis zum Ende deutlich zu machen versucht. Er, der am Herzen des Vaters ruht, er, der selber Gott ist, kommt in diese Welt. Und genau im Mund dieses gläubig und glaubend gewordenen Thomas finden wir dieses Bekenntnis am Ende des Evangeliums. Er sagt nicht einfach nur, mein Herr, sondern er bringt beides zusammen, womit so viele schwer tun, gerade auch Theologen, auch Verkünder. Er sagt nicht nur mein Herr, er sagt nicht mein Herr und Meister, wie es noch Maria Magdalena tut, wenn sie Rabuni sagt, mein Meister. Thomas fasst es zusammen. In diesem wichtigen Bekenntnis, das zum Bekenntnis der ganzen Kirche geworden ist. Mein Herr und mein Gott. Da gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Christus und Gott. Jesus hat es ihnen am Vorabend seines Leidens gesagt, den Aposteln. Als Philippus ihm sagt, zeig uns den Vater, das genügt uns. Und Jesus eigentlich erschüttert ist darüber. Schon so lange bin ich bei euch. Und du sagst zu mir, zeig uns den Vater. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Aber wenn man so will, der letzte Mosaikstein, um dies anzunehmen, um davon wirklich erfasst zu werden, fehlt. Passion, Kreuz und Auferstehung Jesu. Auch das eine untrennbare Einheit, die wir auch, wie wir das gewohnt sind, alles zu dividieren, alles auseinander zu friemeln, bis am Ende nichts mehr übrig bleibt. Das ist eine Einheit. Deshalb zeigt der Auferstandene, der Herr ist und Gott, Thomas die Wundmale. Es gibt keinen Glauben an die Auferstehung am Kreuz vorbei. Aber ebenso gibt es kein Kreuz ohne die Auferstehung. Und ebenso gibt es keinen Herrn, ohne dass er Gott ist. Das beansprucht er für sich und, seien wir ehrlich, es ist bis heute anstoßend, für viele anstößig, für manche abstoßend. Aber auch daran führt kein Weg vorbei. Dass wir, wie es so viele Generationen getan haben, wie es so viele Generationen fern von uns, die Schwestern, die heute da sind, wissen sozusagen in ihrem Ursprung die erste Generation derer, denen Thomas dieses Bekenntnis gebracht hat. Mein Herr und mein Gott. Dieses Bekenntnis anzunehmen für uns, ist bis heute der Prüfstein, ob wir in der Spur der Apostel sind oder ob wir uns unser Christentum selber zurechtbasteln. Mein Herr und mein Gott. Wenn das gestattet ist,
Immer wenn ich dieses Evangelium höre und natürlich oft eigentlich bei jeder Messe, denke ich daran, dass uns damals ein Kaplan in den 60ern, das ist schon ewig lange her, der kurz darauf schwer verunglückt ist und ein ganzes Leben lang, bis er vor wenigen Jahren starb, schwer behindert leben musste, gar nicht wusste, gar kein Bewusstsein mehr hatte. Der hat uns damals im Kommunionunterricht 1968 dieses Bekenntnis des Thomas mitgegeben. Wir sollen es immer sprechen, vor der Kommunion, beim Hochgebet, immer, wenn ein Moment der Stille ist, uns immer an Christus wenden und dieses Wort daran denken, es uns zu eigen machen und es sprechen. Mein Herr und mein Gott. Es ist wirklich ein Wort, aus dem mein ganzes Leben wachsen kann, auch ein geistliches Leben, mit allen Zweifeln. Auch darin ist das Evangelium wie immer so entlarvend ehrlich. Aber sich von Jesus eingeladen zu wissen, ihn zu finden als den Herrn und den Gott, den Gekreuzigten und Auferstandenen, der als Einziger das Recht hat, dass man so von ihm spricht, das ist wirklich eine Lebensaufgabe, aber eine Aufgabe, die wir meistern können, weil er der Meister und Herr und Gott ist.